Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal C-Pad, Leute. Ja, Thomas, tägliche Ladung Roblox ist am Start, aber heute nicht ganz normal, sondern auf einem Tablet. Ihr seht es wahrscheinlich schon, deshalb sieht das auch ein bisschen anders aus hier alles drumherum. Da links, genau da, sieht es anders aus. Nicht wundern, heute mal was Spezielles. Wir haben euch ja letztens gefragt, worauf ihr das Ganze spielt, also Roblox spielt. Einige haben geschrieben auf dem iPad, die anderen auf dem Handy, die anderen auf dem PC. Und da dachten wir, wir zocken das normalerweise auf dem PC. Aber Leute, heute ausnahmsweise deshalb auf dem Tablet, also auf dem iPad, testen wir es exklusiv für euch aus. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen. Und Leute, nein, ich gehe noch nicht offline, Jakob 3. Und Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, auf was für einem Gerät ihr spielt. Und ansonsten auf cpad-shop.de vorbeischauen für coole T-Shirts und Pullover mit coole Merchandise und Autogrammkarten und so weiter und so fort. Genug gelabert. Kindergrüßen gibt's übrigens auch. So, jetzt gehen wir mal runter. Thomas, du hast dich noch gar nicht so zu Wort. Du bist ja, ich wollte nicht stören, weißt du? Ich wollte nicht dazwischen reden und mir ist gerade ganz zufälligerweise aus Versehen mein Spiel weggegangen. Deswegen wollte ich erst recht nicht sagen. Aber ich bin jetzt wieder am Start. Ich bin hier im Gefängnis und ich warte gerade, dass das Tor sich öffnet. Okay. Weil Leute, ich spiele nämlich jetzt gerade nicht auf meinem aktuellen Handy. Mir ist da so ein kleiner Vorfall passiert, dass ich mein Passwort vergessen habe und deswegen ja, kann ich das gerade nicht benutzen. Das kann wirklich nur Thomas passieren. Schreibt mal typisch Thomas in die Kommentare. Ja, schreibt typisch Thomas in die Kommentare. Ich ärgere mich auch, weil ich meine Bilder von den letzten 3 Monaten einfach komplett verloren habe. Trauer an mich. Eigene Dummheit. So. Nee, aber deswegen bin ich gerade an meinem alten Handy am Start und ich muss sagen, ich wünschte, ich hätte gerade mein neues. Ja, da bist du aber selbst schuld, Kollege. So, wir fliegen jetzt mal mit dem Helikopter herum. Und ich muss sagen, es ist ungewohnt. Ihr seht ja wahrscheinlich, wir haben jetzt hier dieses... Oh Gott, hier kann ich rausspringen. Wie hebe ich denn hier ab? Wie kann ich denn abgehoben sein? Hör mal. Oben. Ich muss mit den Fingern... Leute, ich muss hier einfach hintippen. Ja, du musst auf die Symbole antippen. Hier oben auf die Symbole muss ich quasi hinklicken. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig, wenn ich jetzt in Helikopter fliege. Muss ich ehrlich sein, gefällt mir nicht so, weil das sehr unhandlich ist. Ich kann ja nicht... Wie soll ich denn da tippen, Leute? Mann, ich kann das echt so schlecht zeigen, aber ich müsste die ganze Zeit theoretisch so... Und dann hier so tippen, um hoch runter zu fahren. Ist ein bisschen unhandlich, aber mein Gott, ist es okay, sagen wir es mal so. Genau das gleiche mit Raketen schießen. Übrigens, ansonsten ganz kurz zur Steuerung, um euch das mal zu zeigen. Ich hoffe, man sieht es jetzt hier in der Facecam. Ja, man sollte es ungefähr sehen. Ihr seht, hier kann ich jetzt hier das drehen. Also Helikopter drehen, rechts, links drehen. Die Kamera kann ich hier so drehen. Zack, seht ihr wahrscheinlich. Und ja, ansonsten die ganzen anderen Sachen. Zum Beispiel kann ich hier auch rausspringen. Will ich jetzt nicht unbedingt machen. Hier kann ich rausspringen. Wie gesagt, will ich nicht machen. Und sonst muss ich halt hier oben hintippen. Zum Beispiel Handy. So, zack. Ja, Handy kann ich auch da rausholen. Oder ich kann es halt auch theoretisch... ich muss hier ein bisschen umdenken, Leute. Ist ein bisschen kompliziert. So, einmal zumachen. Mann. Oder Handy kann ich zum Beispiel auch hier unten links zucken. So, einmal draufdrücken. Naja, so viel zur Steuerung wollte ich euch nur mal ganz kurz gezeigt haben. Ansonsten gibt es ein paar Sachen, die ich euch heute auch mal zeigen wollte im Laufe des Videos. Thomas, bist du eigentlich ausgebrochen? Ich bin schon lange ausgebrochen. Ich bin gerade auf dem Weg zur kriminellen Basis. Okay. Und ich habe gerade gemerkt, dass wenn man eine Waffe in der Hand hat und schießen möchte, das wäre ja total umständlich, wenn man, ja dann bräuchte man 3 Hände halt, ja, ne? Das meine ich ja, du kannst, also zum Thema Waffen kommen wir auch gleich, ihr könnt ja mal eure Erfahrungen mit einem Tablet, Handy, sonst was in die Kommentare schreiben. Ich muss dazu sagen, ich habe mal aus Spaß auf dem Tablet, auf dem Handy gespielt, auf dem Handy kam ich noch weniger zurecht als auf dem Tablet und, ich kann mit der Kamerabewegung, also ich muss einfach nur mit dem rechten Daumen hier so ein bisschen sliden, dann bewegt er sich der Fallschirm. So, dann wechseln wir mal ganz kurz. Das ist auch immer ziemlich nervig, weil ich komme ja nicht mit dem Daumen hier so dran, also nur ganz schlecht. Seht ihr, ich muss jetzt hier draufdrücken. Ja, weil das so groß bei dir, glaube ich, ja, ne? Ja, ich muss da drauf drücken, so. Aber es ist so unhandlich, muss ich dazu sagen. Also, ich muss dazu sagen, dass ich da zum Beispiel ganz gut rankomme. Das ist bei mir genau relativ weit in der Mitte. Aber dafür war das alles, also jetzt gerade als ich hingeflogen bin, da musste man schon ein bisschen genauer hingucken. Das ist alles ein bisschen klein gewesen, ne? Ja, da würde ich sagen, machen wir mal den allerersten Überfall jetzt hier auf dem Handy, Tablet, wie man es auch nennen möchte. Ich habe davor noch nie einen Handy-Überfall gemacht oder Tablet-Überfall gemacht. Ansonsten im Casino? Ich nehme mal die Waffe in der Hand, was ich auch sehr merkwürdig finde. Also, das zeigen wir euch gleich. Der ist schon runtergefallen. Ist hier jemand? Achso, hat der Auto-Jump hier?
Nee. Aber bist du gestorben? Thomas, bist du ich bin nicht gestorben. Du bist gestorben. Ich bin noch hier. Okay. Wenn wir schießen wollen, seht ihr, ich kann auf dieses Fadenkreuz drücken, aber der schießt sofort, ne? Also da gibt's kein Pardon. Wie sieht das mit Nachladen aus? Kann ich da irgendwie nochmal drauf drücken? Ich kann das automatisch, oder? Ich kann gar nicht nachladen. Nee, der wird das automatisch machen. Der schießt die Muni weg und lädt direkt nach. Ah, okay. So, das heißt, ich muss auf diesen dieses Fadenkreuz drücken und dann, jo, schießt er also ein bisschen durch die Luft. Fadenkreuz weg bekomme ich nur so, indem ich auf das Dings wegdrücke, auf dieses, also einfach weg vom Fadenkreuz gehe. Und wie gesagt, Grüße gehen auch raus an Jakob, an, wie heißt der, Winnern und an XXXKiller. Grüße gehen raus, Jungs, schön, dass ihr am Start seid. Und Gamer HD ist auch am Start, okay. Klasse, wir haben jetzt die 8000, würde ich sagen, Thomas, machen wir mal den klassischen Fluchtweg. So, einmal hier drauf drücken. Ich muss mich jetzt erstmal hier oben hinlegen. Boah, was ist runtergefallen? So, hinlegen ist angesagt, jetzt wieder aufstehen. Auch sehr unhandlich, muss ich leider sagen an dieser Stelle. Also ich habe den anderen Fluchtweg genommen, nur so zur Info. Ja, ich habe es gemerkt. Ich habe jetzt den genommen, weil ich eigentlich mal sehen wollte, wie das so ist auf dem Tablet. Aber ich muss sagen, man braucht ein bisschen länger. Also ich meine, wir sind auch länger, nicht gewöhnt, ne? Ja, da darfst du auch nicht vergessen. Aber ich glaube, die anderen Leute können auch auf dem PC spielen, soweit ich weiß. Also wir spielen auch mit Leuten auf dem PC, wenn wir Das ist so ein Mischmasch. Und die können aber auch nicht erkennen, dass wir gerade halt nicht auf dem PC spielen. Außer, so erkenne ich das zumindest, Leute, wenn irgendwelche Emojis in den Chat geschrieben werden. Genau. Weil ich kann ja jetzt hier theoretisch die Tastatur öffnen. Warte mal. So, und dann kann ich hier, zack, zum Beispiel sowas hier reinschreiben. So, und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das absenden kann. So vielleicht? Ah, jetzt habe ich die Herzen abgesendet. So. ja, gut. Dann springen wir mal runter und jetzt können wir hier wieder mit der Kamera hier herumspielen. Lol. Wie viele sind bei dir am Stehen, Thomas? Wie bitte? Hier? Bei mir? Er ist YouTuber, Dex. Ja, bei dir stehen ganz schön viele. Du guckst einfach nach oben. Ich weiß. Warum? Irgendwie hatte ich gerade einen Hänger. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich dachte mir gerade, jetzt spielt das wieder ab, aber ist alles gut. Ja, na gut. Leute, immer entspannt bleiben hier. Immer entspannt bleiben. Ich habe hier alles im Griff, keine Sorge, auch wenn ich am Handy unterwegs bin. Okay, Leute, dann, was wollte ich noch machen? Ich wollte euch eine spezielle Sache zeigen, denn wir haben erfahren, dass das UFO, der Bereich ist, wo wir hinteleportiert wurden. Ich muss mal ganz kurz gucken. So, spawnen. Spawn und jetzt einmal das, wir nehmen mal das Spawn Shee. Passend dazu. Zack, dann gehen wir hier mal rein. Enter Passenger. Nein, wir wollen hier rein. Wann taucht das auf? Ah, jetzt hier. Enter Drive. So. Okay, dann fliegen wir mal hoch. Thomas, du fliegst jetzt aus zu der Stelle, schätze ich mal, oder? Ah, du bist einfach oben drauf. Okay. Ja, ich habe mich einfach mal oben drauf gepackt. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwo gegenknall oder so. Ich wollte gerade sagen, weil dann gibt mein Handy den Geist auf. Okay, so. Ich fliege jetzt einfach mal geradeaus, damit du nicht unbedingt drunter fliegst. Okay. Wir fliegen jetzt nämlich zu der Stelle, warte mal, Leute, wir zeigen euch was anderes. Ihr seht, von der Stelle aus, wenn wir jetzt in der Nähe vom UFO sind, haben wir das die Bank unter uns, ne? Und das war's komplett das bei mir. Das habe ich auch gesehen. Das UFO, beziehungsweise die Bank ist unter uns, ne? Wenn wir jetzt beispielsweise hier reingehen in diesen einen Raum, also wir waren ja vor euch aus gesehen, vorgestern glaube ich, sollte das gewesen sein, waren wir ein bisschen Tank am Sammeln, ne? Für diese Chicken Boss. So, wenn wir jetzt nämlich hier reingehen, haben wir aus einem Kommentar lernen können, das folgendes, Leute. Hier unten, seht ihr direkt unter uns, ist nämlich die Bank. Und das heißt im Umkehrschluss, dass, wir gerade im UFO drin sind. Ob man es glaubt oder nicht, wir sind hier gerade wirklich im UFO drin. Es würde nämlich genau passen, wenn wir jetzt nämlich zurücklaufen, dann sehen wir nämlich, dass das UFO über der Bank ist. Also genau dort drüben. Und er hat einfach genau das Auto nachgebaut. Mega nice, Leute. Also ihr seht hier, über meinen Kopf gerade ist die Bank und da drüber ein bisschen ist das UFO und das heißt, dass wir uns im UFO befinden müssen, weil wo sollten wir auch sonst sein, ne? Macht ja keinen Sinn, wenn wir gerade über der Bank sind, also es muss ja quasi das UFO sein. Wir können nicht rausschauen, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass das die, dass wir im UFO sind, wenn wir da uns wegteleportieren. Ja, genau. Ansonsten, was gibt es noch so, Leute? Habt dein Auto nachgemacht. Schreibt 20Prinzessin06. Ja, Grüße gehen raus. Mega süß auf jeden Fall. Buzzards wollte ich nochmal ganz kurz spawnen. Ansonsten waren wir noch letztens an der Pyramide, weil einige haben in die Kommentare geschrieben, man kann, wenn man die Granaten da drauf wirft,
irgendwie, ja, oh, jetzt muss ich mal ganz kurz hier drehen. Man kann, wenn man Granaten drauf wirft, in die Pyramide rein. Das stimmt auf jeden Fall nicht. Das waren Fake-Neuigkeiten vom Allerfeinsten. Man kommt dort leider aber nicht sowas rein. Von Allerfeinsten. Also wenn ich jetzt hier schaue, Leute, ich versuche da drauf zu schießen, aber mit Granaten oder sonst was. Da erscheint kein E. Da sollte angeblich irgend so ein E erscheinen. Ist nicht der Fall, Leute. Hier auch, wenn ich dagegen schieße, es passiert nichts. Das Einzige, was passiert ist, wenn ich hier in die Nähe gehe von der Pyramide, beziehungsweise auf die Pyramide gehe, dann werde ich in die Höhe geschossen, aber sowas von. Aber ansonsten gibt es jetzt nichts, was es hier so, ja, spektakuläres gibt. Was mich auch immer wundert ist, oh, Leute, auf einmal kann man schießen mit einem Fallschirm, auch nicht schlecht. Ja, wir sind auf jeden Fall über dem UFO gewesen, aber sonst gibt es hier eigentlich nichts. Ich sag mal so, ganz kurzes Fazit zum Tablet, beziehungsweise auf dem iPad spielen. Es ist ganz lustig für ab und zu. PC macht mir mehr Spaß. Wie sieht es bei dir aus, Thomas? Also ich muss sagen, PC macht auf jeden Fall mehr Spaß. Ich will das jetzt auf gar keinen Fall schlecht reden, genau. Weil wenn man gar keine Option hat, ist das auf jeden Fall eine richtig gute Möglichkeit, Roblox zu spielen. Aber wir wollen Find ich einfach richtig nur nice gemacht, auch von der Grafik und allem. Ja, top. Mega schön. Aber wir kennen halt PC, ne? Wir haben bisher immer am PC gespielt und es war halt ein bisschen entspannter, weil da sind wir halt jetzt nicht in Übung, muss ich sagen. Ganz genau. Deshalb, Leute, schreibt mal in die Kommentare, worauf ihr spielt, PC oder Handy bzw. Tablet. Schreibt es in die Kommentare, Like nicht vergessen, Abonnieren nicht vergessen und CPAP-Shop auschecken für coole T-Shirts. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao. Ciao.